Hey, Freunde, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Macro. Roman, kannst du mir bitte helfen? Ich steck in dem Hut fest. Of Time Rain. Ja, die meisten Leute, die jetzt dieses Video gefunden haben, fragen sich, wieso hat dieser Esel hier einen komischen Hut auf und Roman, wieso... Roman, hilf mir, ich stecke irgendwie fest. Kann ich das Projekt nicht aussprechen? Flo, kannst du bitte kurz deinen Hut ausziehen, damit ich deine Pracht Roman. In vollen Prachten sehen kann? Weil Roman, bitte helf mich. Roman, das ist irgendwie ein bisschen zu klein. Der Schwimmring passt nicht um deinen Hals herum, mein Sohn. Ich hab eine Größe zu klären. Oh, du bist ja, warte mal, da müssen wir jetzt erstmal die Feuerwehr anrufen, damit sie dir ein Sandwich vorbeibringen können. Hier ist ein Sandwich, immer wenn du hungrig bist, bleibst du immer stecken im Quietschereifen. Aber jedenfalls, meine werten Damen und Herren, heute haben wir natürlich wieder was geplant, ja, was eure Sinne kaputt machen wird. Ja, so cool ist das, ja. Nee. So, dass die Sinne von euch total kaputt gehen. Das heißt, ja, ich gehe jetzt mit meiner Axt eben ein bisschen Holz farmen, Flo, und du erklärst den Leuten, was werden wir heute Atemberaubendes machen? Nämlich, wir werden heute ein Spiel spielen, das die komplette Welt auseinanderreißt. Meinst du die komplette Welt oder meinst du eher die halbe, dreiviertel Welt? Die ganze komplette Welt. Die ganze komplette Welt. Ja, dann erzähl doch mal weiter, was wir spielen werden. Wir spielen heute ein paar Spiele, die uns jetzt vorgeschlagen wurden auf Twitter, weil wir haben irgendwo mal gefragt, ja Leute, was spielen wir für Spiele? Und die Leute haben geschrieben, hey, warum spielt doch mal das Spiel? Das passt bestimmt voll gut zu euch. Und das Spiel ist so ähnlich wie Stadt, Land, Fluss. Nämlich suchen wir uns irgendeinen Buchstaben raus, der uns von einem Dispenser gegeben wird. Und wir müssen damit irgendwie einen Minecraft-Block suchen, ein Minecraft-Item, eine Todesursache und ein Minecraft-Item, was man essen kann. So, das heißt, wir kriegen also, wer Flo, weißt du, was du schon mal machen kannst, währenddessen ich hier gerade eben Holz ich war schon mal auf das Event. Ja, mach schon mal die Buchstaben. Du musst ja Buchstaben schreiben. Mit dem Anvil und so ein Zeug, ne? Ja, ich benenne Wolle. Du musst das ganze ABC machen. Was, Wolle? Ich wollte aber Papier haben, Flo. Papier wollte ich haben. Ja, okay, Papier. Papier! Du kriegst Papier. Machst du mit Papier super. Okay, das heißt, der Flo, der macht jetzt gerade eben das ganze ABC. A bis Z, ja. Das heißt, wir bekommen dann in so einem Dispenser, kriegen wir dann, warte mal, aber Flo, wie kriegen wir denn beide gleichzeitig den Dings, den Buchstaben dann? Wie soll das funktionieren? Einer zieht und das zählt für beide. Ach so, aber dann muss der eine dem anderen aber sagen, welcher Buchstabe es ist, ne? Ja, einer fängt sowieso an. Okay, das heißt, einer fängt, warte mal, wie jetzt, fängt einer an? Wir machen ein Bild rein und dort kommt der ran. Genau, das würde ich sagen. Aber wer legt ihn da rein? Kann das ein Dispenser machen? Ja, der ihn halt zieht. Einer von uns zieht ihn halt. Also, aber dann hat ihn ja jemand eine Sekunde da. Ja, okay, gut. Okay. Wir machen es einfach so. Der eine zieht und der andere sagt dann, welcher Buchstabe es ist. Und dann wir können auch Minecraft Warwick im Spiel rumhauen. Ja, wer stirbt? Ey, Leute, habt ihr vielleicht Lust? Wir gehen gleich auf hier, hivemc.com, ja? Was irgendwie nicht funktionieren wird, weil ich dort gebannt bin. okay, das heißt, falls ihr irgendwann mal, ja, Hive-Videos von mir und Flo haben wollt, wird es leider nicht geben, weil ich bin gebannt, ja. Wieso bin ich da gebannt? Naja, wieso bist du gebannt? Ich habe eine schlimme Vergangenheit, muss ich sagen. Ich war ein fieser Kerl, ja. Oh, man ist zu irgendwelchen Leuten, die OP haben, hingegangen und hat gesagt, Joshua, was willst du von mir? Ja, weißt du, man hat mir halt eben, essen, ey. Man hat halt damals immer seine Defizite gehabt. So nenne ich das eben sehr gerne. Und man hat damals eine soziale Schwäche gehabt. Ich habe soziale Schwäche gehabt. So kann man das circa nennen. Genau. Warte mal, das heißt, ich baue... Alter, Flo, ich baue hier gerade richtig viele Schilder. Ich habe jetzt circa... Baust du die Bubble-Axt? Ich habe 30 Schilder habe ich gebaut. Reichen uns 30 Schilder, Flo? 30 Schilder? 30. Sagt man das so in Österreich, Flo? 30. In Österreich sagst du 30. 30? Oder sagt man 30? Nein, schon schaffen wir es einfach ein Doppel-S bei der Aussprache. Echt jetzt? 30? 30. Ja, 30? Okay, Flo, was machst du jetzt hier gerade? Hier kommt das ganze Papier rein. Also ja, du musst... Mit den Buchstaben. Aber da kommen doch nicht, da passen doch nicht genug Buchstaben rein, Flo. Deswegen mache ich einen zweiten Dispenser. Ah, deswegen machst du einen zweiten Dispenser. Okay, soll ich hier irgendwas nochmal machen? Soll ich irgendwie den Boden aushöhlen oder soll ich ein anderes... irgendwie zwei, so wie bei Wahlen. Dass man so zwei Dinge hat, wo man so das Schild reinstellt. Okay, so dass hier zwei verschiedene, dass wir eine Wand dazwischen haben, ne? Ja. Dafür wäre ich auch, also mach das mit solchen, Dings, wie heißt das? Hast du nicht diese schwarzen Dinger, die du bei dem Haus benutzt hast? Flo, ich weiß sogar, weißt du, was wir machen können? Irgendwas mit Glas. Ich hab noch Feuerwerk da, bau noch einen Dispenser, bitte. Und immer, wenn einer fertig ist, ja, mit seinen Dingern, drückt er den Knopf und dann fliegt da eine Rakete hoch. So, machen wir das, easy. Oh, das wird richtig cool, warte. Das heißt, beeil dich hier mal mit dem Bauen hier. Mann, Flo, ich war gerade eben die ganze Zeit Holz am Farmen und du bist immer noch nicht fertig, ja? Du bist einfach eine lahme Schnecke, du. Das craftet sich nicht von selbst.
Warte, ich suche hier gerade einen hübschen Block, den wir als Trennwand benutzen können. Warte, aber du hast ja nichts in deinen Kisten drin hängen. Ah, doch, hier hast du ein bisschen was. Hier, Polished Shale, das sieht doch gut aus. Das nehme ich mir. Flo, ich habe mir das eben kurz geliehen, weil meine Kisten ein bisschen zu ordentlich sind. Ja, muss ich natürlich deine Unordnung da ein bisschen in Ordnung bringen. Deswegen habe ich diesen Polished Stone da genommen. Boah, du mal dein Ding, ich bin gerade am Umbenennen. Warte mal, das heißt, ich gehe jetzt wahrscheinlich, ich weiß, wie wir das machen. Wir nehmen hier dann irgendwie so eine Wand hin, ja. Hier diese Wand, dann machen wir so easy. Warte, ich glaube, wir machen die sogar noch ein bisschen höher. Zack, und dann zack, und dann zack, easy, und dann sind hier diese Schilder, genau, und dann muss man hier sein Schild hin platzieren, und dann, oh, da oben machen wir dann Dispenser hin, genau, so, Flo, hast du noch einen Dispenser gebracht? Ja, ich hab dich, komm gleich. Du musst ganz viele Dispenser machen. Mach schon mal recht. Warte, wir gehen dann, warte, ich habe jetzt den anderen Dispenser genommen, und zwar bauen wir dann einfach hier so, wenn man da hochgeht, dann geht dieser Dispenser so nach oben, so. Flo, wie baut man nochmal Knöpfe, mit Cobblestone oder mit normalem Stone? Mit Cobble, oder? Mit allem, auch mit Holz. Echt jetzt? Warte, stehen, man kann ja mit Holz ganz normal. F-E-H-I-J. Ich muss nochmal gucken, ob meine Funktionalität auch funktioniert, weil ich bin ja Minecraft Redstone-Profi, musst du wissen, Flo. Minecraft Redstone-Profi? Der Minecraft Redstone-Profi bin ich. So, das heißt, ich gehe jetzt hier hin, zack, boom, bam, die Dinger, und wenn irgendeiner fertig ist, dann drückt er auf den Knopf und dann... Ja, es funktioniert, aber die eine Rakete fliegt irgendwie ein bisschen zu hoch. Warte mal, welche war das denn? Das war jetzt mach die rote, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche das war. Warte, war das die? J-K- L- M- oh, ist die hoch. N- das ist die. O- P- Machst du gerade das Dings, das gute alte Dings da, wo bist du? Alphabet? Ja, doch, die fliegen beide ein bisschen hoch. Hey, sag mal, Flo, hast du irgendwie noch andere Raketen bei dir zu Hause liegen oder sowas in Art? Meine ich hab ein paar Raketen in meinem Ender-Backpack. In meinem grünen Backpack. In deinem grünen Backpack? Da, Flight Duration 1. Ich glaube, das ist das, was perfekt, perfekt. Genau, weil die ich hab. Echt jetzt? Perfekt. So, das sind 8 Stück. Das dürfte, glaube ich, reichen. Wir benutzen es halt nur im Notfall, okay? So, das heißt, wenn wir dann irgendwie einen anderen Notfall haben, dann passt das. So, einfach zack und dann... Ja, das ist... Ja, ich weiß was. Ich glaube, das ist alles irgendwie gleich. Warte mal. Warte. Hast du... Flo, mach das Alphabet, Mann. Ja, Roman, ich dachte, du kannst das singen. Der K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z und W. Hast du's, Flo? Eis. Hast du alle? Ich hab alle. Ja. Alter, der Chaos 44, der weiß, wie man das Alphabet macht. Und zwar, Flo, guck dir das mal an, wie ich das hier gebaut habe. Und zwar haben wir jetzt hier diese Trennwand. Ja, die Trennwand ist des Trennwandens. Dann soll ich einfach meine Shape-Blöcke benutzen. Ja, pass auf, ich erzähle dir, wie wir das machen. Das hat sogar ein System. Ach, so eine Trennwand. Das hat sogar ein System, genau. Und zwar wird es jetzt nämlich so aussehen, wir werden hier stehen, den Buchstaben bekommen, rennen um die Wand herum und dann haben wir gleich... Warte, ich würde das eins zurücksetzen. Ach, eins zurücksetzen, damit wir mehr Platz haben, meinst du? Ja, okay. Dahin. Alles klar, warte. Warte, und dann können wir... Wollen wir auch gleich eine zweite Wand hier dann so eine kleine Wand machen oder wie hast du dir das vorgestellt? Wir machen... Ja, genau, hier. Warte, genau, und in die Mitte machen wir dann diesen Dispenser rein. Aber okay, warte, wo machst du dann noch einen Dispenser rein? Wie willst du das zufällig machen? Wie machen wir das? Wir machen... Wie wählen wir aus, welchen Dispenser wir nehmen? Weiß ich nicht. Ich glaube, da müssen wir einfach, da klatschen wir einfach Knöpfe drunter, oder? Und dann entscheiden wir einfach, welchen wir nehmen. Einfach wir können das ja später irgendwann nochmal verbessern, ja, aber so für einen Anfang. 9x3 ist 27, das geht sich aus. So, das heißt, wir haben hier die letzten. So, aus dem Rucksack. Ah, der Rucksack ist voll mit Zetteln. Aber das wird mega, mega witzig werden. Ja, guck da. Z, W, Y, U, X, V, R, S, Q. Und dann haben wir hier. Aber weg, ich kann nicht dran. Los, Flo, mach jetzt, Mann. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir fertig sind. So, Leute, seid ihr bereit für Stadt, Land, Fluss? Wir haben hier nämlich nochmal kurz alles verbessert, alles verschönert. Flo, hier übrigens nochmal dein Anteil an Schildern. Einen Moment bitte. Jeder bekommt 14 Schilder. Wir haben richtig viele Raketen. Einmal hast du hier ein Schild. Wir haben jetzt noch ein bisschen was verändert. Flo hat hier nochmal ein paar Schönheitsarbeiten genommen. Zum Beispiel hat er diese Blöcke hier hingemacht. Dann hat er hier den Gravelweg gemacht, ja? Weil Flo gefällt es ja nicht, wie ich baue. Deswegen hat er hier alles nochmal umgebaut. Aber ich habe hier nochmal diese Dings hingebaut, diese kleinen Schilder, die uns nochmal als Orientierung helfen. Und zwar... müssen wir nämlich einen Block, ein Item, ein Essen und eine Todesursache hinzuschreiben. Also ich werde immer links sein, ja, und du wirst rechts sein. So, das heißt, ich bin halt eben hier, wo du jetzt gerade stehst und du bist auf der anderen Seite. Okay, ich würde mal sagen, legen wir los. Ja, können wir nochmal machen. Also jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wir holen uns jetzt einen Buchstaben, rennen dann hier hin, platzieren hier ein Sign hin und dann müssen wir einen Block aus Minecraft, ein Essen aus Minecraft, ein Item aus Minecraft, ein allgemeines Essen, muss nicht unbedingt nur in Minecraft da sein. Und, ja, zum Beispiel Schnitzel, ja, und
eine Todesursache in Minecraft, ja? Und das sind halt eben unsere... Oh, das ist witzig. Dingsterbumsters, unsere Möglichkeiten. Das heißt, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Okay, Flo, was nehmen wir? Links, Mitte oder rechts? Und raus bist du. Okay, okay. Der Dritte, okay. Okay. Was haben wir? X, Flo! X! X! Okay, ein Block mit X. Warte, wenn wir auf drei fangen werden, okay? Okay, eins, zwei, drei. Ein Block mit X, Flo. Ein Block mit X. Warte mal. Was gibt es für Blöcke mit X? Warte, ich hab einen. Zweitens. Ein Eichel mit X. Mann, wieso bekommen wir sofort so einen schweren Dings? Ein Item mit X. Flo. Ein Item mit X. Du hast ein Item mit X gefunden, ne? Alter, what the fuck ist das schwer? Oh, das ist richtig schwer. Ein Essen. Mit X. Ein Essen mit X. Flo. Ein Essen mit X. Warte, ich hab was. Gibt es sowas überhaupt? Flo, du googelst! Flo, du googelst! Nee, ich schwör auf meinen Kanal, ich google nicht. Okay, du googelst. Überleg nur. Okay. Vielleicht beviertens irgendwas? okay, das wird mir 100% durchstreichen. Das kannst du nicht nehmen. Flo, warte. Oh Mann. Alter. Oh Mann, was? Okay, ich bin fertig. Ich bin fertig, Flo. Oh, was? Ja, ich bin fertig. Ich hab alle Dings. Okay, wenn fertig ist, muss man auf Done drücken. Okay, ich bin auf Done. Ja, ich hab meine Rakete abgefeuert. Lass dir das Stylus vorlesen, okay? Okay. Übrigens, bevor wir jetzt weitermachen, man kann es dem anderen durchstreichen, dann kriegt man halt nur einen Punkt statt zwei Punkte. Okay, das heißt, wenn du mir was durchstreichst, kriegt man nur einen Punkt. Okay, aber nur durchstreichen, wenn es wirklich, wirklich dumm ist. Okay, dann hier. Komm. Also. X-Ray Block ist gut, ne? Dann, das Xenomorph-Item. Das hast du falsch geschrieben, das streicht dir durch. Okay. Das Xenomorph, aber Xenomorph ist extremst gut. Ja, meine ich ja. Ja, aber du weißt, was ich gemeint habe. What the fuck ist eine Xeo-Bockwurst? Kennst du das nicht? Das gibt's nebendran beim Bockwurstmann, Flo, bitte nicht. Zweites und drittes ist nur ein Punkt. Okay, das zweite und dritte ist nur ein Punkt. X-Faktor tot, okay, X-Faktor tot geht. Das ist gut, X-Faktor tot. Okay, warte, wir müssen die Punkte aufschreiben für die Runden, okay? Okay, das heißt, du hast 2 plus 2 plus 2, also insgesamt 6. Okay. 6 Punkte. Da, erste Runde. Okay, mal gucken, was du so hast. Also, du hast Xaviers Kopf. Nicht schlecht. Xavier in Camera. Nicht schlecht. Dann das X-Schild. Das X-Schild. Das Camper, Alter, ja, Flo, das X-Schild. Willst du jetzt bei jedem Buchstaben, jetzt bei jedem Item so schreiben, das X-Schild? Oh, Straßenschild. X, keine Durchfahrt. Ja, nee, dann hättest du X-Straßenschild hinmachen sollen. Das geht dir nicht aus. Ja, da, das kannst du abkürzen mit ST. Das gibt nur einen Punkt. Bei drei hast du gar nichts. Ja. Und das, was ist das? Das ist ein Smiley, Mann. Ja, okay, für Kreativität lassen wir das mal durchgehen, okay? Dann hast du ja auch deine... Das heißt deine 5 plus 0 plus 2 ist gleich 5. 5 Punkte, okay. Nächste Runde. So, warte mal, soll ich das X wieder reinpacken? Ich würde sagen, wir lassen das raus. Okay, wir lassen das raus und dann gehen wir alle Buchstaben durch. Welches nehmen wir jetzt? Enemine Miste, es krabbelt in der Kiste. Enemine Mac und du bist weg. Okay, der Linke. Warte, und ich darf... Oh, ein E. Ein E? Okay, das heißt ein E. Auf 3. 1, 2, 3. Zuerst das Schild aufbauen. Erst das Schild wegbauen und dann sagen wir auf 3. 1, 2, 3. Okay, ein Block mit E. Ein Item. Ein Item mit E. Wieso fällt mir da nichts ein, Flo? Warte. Was gibt's denn da? Da gibt's ja nichts. Oh mein Gott. Wieso kenne ich kein Item mit E, Flo? Bin ich dumm? Das E ist doch voll der gute Buchstabe. Viertens, Okay, warte, ich mach das dritte. Oh Mann. Flo, ich bin gerade voll. Ich hab Blackout. Okay. Oh, Mist, wir fällt nichts an beim drittens. Oh. Okay. Bei Essen. Oh, lol, ich hab was. Das ist so einfach, Mann. Okay, bin fertig. Ich bin fertig. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Ich bin fertig. Ich hab's. Komm rüber. Alter, ohne Spaß. Komm rüber.
Achso, du schreibst keine Ziffern am Anfang hin. Nee, hier. Eribus-Block als Block. Den kennt man. Eribus, das ist ein Mod. Eis als Block und Eis als Essen. Das geht beides, Mann. Und dann, Dings, ertrunken mit E. Das ist volle Punktzahl, oder? Alter, du kannst nicht dasselbe... Ich lass das dir mal durchgehen. Enderspawner, okay. Ist zwar nicht ganz richtig geschrieben, Garst 44, ja, aber das... Ja, natürlich hat das nicht reingepasst. Ja, okay. Das heißt, was haben wir da noch? Enderperle, sehr innovativ, das ist sehr gut. Guck dich doch mal an. Eiersuppe. Was ist denn eine Eiersuppe? Erklär. Das ist Suppe, wo Eier drin. Also, das heißt du... Okay, gut, wir nehmen Eiersuppe. Das heißt, du hast da deine Dings, deine 6 Punkte. Und du hast die vollen 8. Und ich hab die 8. Das heißt, 6 plus 8 sind die 14 Punkte. Achso, nicht abbauen, ich schreib's. Ach so, ja, dann mache ich da wieder 6 und du machst da 8 nochmal hin, okay? Okay, dann machen wir jetzt noch eine Runde. Okay, bist du ready, ist Flo? Warte, zuerst abbauen. Ja, warte. Wir gehen nachher noch, Freddy. Okay. Anyway, wo ich bin du und raus bist du noch lange nicht und irgendwie geht das und ja... Okay, auf 3. Noch nicht machen. 1, 2, 3. Okay, hab. Ich bin fertig. Okay, bist du auch fertig? Es ist so dumm. Bist du nicht fertig? Egal. Ich hab mit, als Block habe ich Arbus. Und Arbus heißt auch... Alter, Roman, das schreit dir durch, das zählt nicht. Nein, Arbus kennt man. Okay. Wenn ich dir das durchgehen lasse, dann... Okay, warte. Okay. Dann darfst du mir aber auch nichts wegstreichen, wenn wir das so machen. Okay, gut. Arbus übrigens, an die Leute, die es nicht wissen. Das heißt Melone auf Russisch. Das ist ein Item, du Depp. Ein Block? Es gibt den Melonenblock, Arbus. Da steht nicht Block. Warte. Du, ne? Nein, Flo. Okay, streich es mir durch. Ich streich es dir durch. Nicht, weil es nicht deutsch ist, sondern weil es ein Item. Okay, es ist ein Item. Beim zweiten ist richtig. Okay, dann zweites ist halt ein Item Angel. Dann als drittes Artischocken. Was? Artischocken, kennst du nicht? Ist das so was Deutsches? Artischocken, das kann man sich irgendwie... Da gab es mal diesen Artischocken-Skandal. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Hey, und ist dann das halt was eben Todesursache aufgeklatscht. Ja, das ist natürlich auch eine ganz... Aufgeklatscht! Okay, mal gucken, was der Castle 44 hat. Du hast ja auch 4 Sachen. Ameisenblock, das ist echt nicht schlecht. Dann Axt, kann man machen. Ja, aber wobei Ameisenblock ist natürlich, ne, ist grenzwertig, ja, würde ich mal sagen. Dann... Yo, Arschnitzel! Du hast Abus. Nee, Alter, das streiche ich dir definitiv. Du hast Abus. Okay, Abus wird durchgestrichen. Ja, du... Ach so, hast du es mir nicht durchgestrichen? Ja, streich nochmal durch. Streich nochmal durch. Arschnitzel! Oh, Alter. Mann. Und dann, du hast zweimal als drittes Axt tot gemacht. Das heißt, du hast als drittes einfach nochmal Essen. Zweimal vorher irgendwas anders gemacht. Ja. Also jedenfalls, der Flo, der hat hier gerade eben nur Axt tot. Okay, ich lasse es mal gelten, ne? Hat hier nochmal 6 Punkte gemacht. Das heißt, der gute alte Flo hat 5 plus 6 plus 6. Ja, das sind die guten alten 17. Und die 17 und ich habe hier 6 plus 8, das sind 14 plus 6 sind 20. Das heißt, Roman ist der Champion vom Stadt, Land, Flusswerte. Was ist das? Flo, was hast du... Das ist dein Gewinn, Roman. Roman, chill mal, du kannst ihn zähmen. Bist du hier? Ist es mein Gewinn? Ich möchte... Leute, kann man wirklich zähmen? Ja, war bei dem Baum. Warte mal. Komm her. Oh mein Gott, wie kann man den zähmen? Nimm das. Ihr habt die Eisenbahn geworfen. Wo? Der killt dich. Wo? Ihr habt bei dem Haus. Bei meinem Haus. Warte. Ich hol das Item. Wie viel Essen muss ich ihm geben? Oh mein Gott, der macht viel Schaden. Der macht richtig viel Schaden. Aber ich hab ihn. Ich glaube, den kannst du wirklich zähmen. Ich hab ihn gezähmt. Ich hab ihn gezähmt, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, Flo, ich hab ihn. Alter, schau dir das an. Ich hab den Leonopterix. Ja, merkt ihr das für Stadtlandfluss? Alter, das ist cool. Wow, ich hab jetzt auch einen fliegenden Drachen. Und meiner ist sogar rot, Flo. Rot wie die Liebe. Ich dachte, das Boss hat dich killt.
Alter, warte, der hat mich auch gekillt. Ist ja auch so eine Art Boss. Ja, okay. Hey, der sieht ganz hübsch aus, muss ich sagen. Naja, jedenfalls das war's heute wenn mit der heutigen Stadtland Folge. Fluss, Stadtland Minecraft abwollt. Ja, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir haben das heute einfach mal Stadtland ein bisschen ausprobiert. Das heißt, wir haben das Stadtland Time Rain. Genau, so nennen wir das. Falls ihr davon noch mal ein bisschen mehr sehen wollt, dann schreibt uns da auf jeden Fall was in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss.